Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir sammeln aktuell Ballen ein, damit unser Kumpel nicht gut fahren kann. Der macht aktuell einfach Probleme. Hätte eine Vorgewende mehr fahren müssen. Aber gut. Nun müssen wir mit dem leben, was er dauernd hier Probleme bereitet. Wir sehen aktuell immer noch Gras aus und die flügen noch. Mittlerweile haben wir schon Schwungballen da. Ich habe noch einen Anhänger voll Raps. Das würde ich noch verkaufen. Um zu sehen, was wir denn noch kriegen dafür an Geld und dann mal schauen, vielleicht reicht es für die BGH. Und dann können wir dann mit den entsprechenden Silage bauen, das haben wir schon gesagt, das ist das Problem. Der kommt nun klar, der nicht. Ich weiß gar nicht, wieso er so Probleme macht jetzt hier. Wenderaios. Naja, aber vielleicht kommt eine andere Kurzprovision, dann geht es besser. Wer weiß, vorne liegt. Lassen. Die Dinger mit absenken, was kann man nicht gefahren. Da war schon Licht an, alles wird dunkel. Lass mal den Ball runter. Der Wenderadius kommt nicht ganz klar. Gut, da verkaufen wir erstmal mit Raps. Der zahlt den besten Preis. Ich müsste noch einige Verkaufskurse einfahren. Auch nur 1002 Reifeisen. Ja, 120.000 wird noch nicht ganz reichen. Oh nee. Nee, das kann ich mir ansehen. Ja gut, können wir nichts machen, ne? Aber innen drin sehen wir das Elend nicht. Auch wenn bei mir passt alles. Kibbeli Kibbeli Cup. Und wie heißt das noch gleich? Und 13 können wir auch noch was aussehen. Wieder noch Raps. Normalerweise nicht. Geerntet. Ja, ist geerntet. Kurz sagen, noch Raps. Ich habe da alles geschafft. Gibt einen Mod zum Spiegel einstellen. Ob der funktioniert, weiß ich nicht. Böse, böse Überraschung. Wird nicht viel fehlen. Reicht noch nicht ganz. Warte mal, 50.000 haben wir noch. Haben wir ein bisschen Kreditrahmen? Ja, ein bisschen haben wir. Ja. Mittlerweile Land
Gut, wie haben wir jetzt mal? Die Bäume wären eine Möglichkeit, die wegzufräsen. Klappen wir mal rein. Der hat sich ja voll eingefangen. Kommen wir nie raus. So, ein paar Meter noch, Junge, da haben wir es geschafft. Die Räder sind zu groß für die kleinen Felder. Ja. Schnell noch ein paar Ballen rauf und dann geht's retour zum anderen BGH. Aufnahme läuft. Gerade gucken, kann doch sein, wenn man nicht läuft. Und das wäre äußerst ungünstig. Ne? Da sind wir. Genau. Kamera ist rechts. Ich habe erst links probiert. Links ist blöd. Schau ich mal weg. Ich sag noch eins, endlich Urlaub. Morgen ist so Samstag. Kann ich ein bisschen ausschlafen. Ja, durch den Reifen. Gibt's doch gar nicht so. Wieder. Einer ist fertig. Noch ein bisschen mehr Wendereis, vielleicht ist es besser. Oh, 40%. Einer ist fertig, das ist die verkehrte Menü. Garage. Die Ballenpresse. Ich muss jetzt dringend den LKW bringen, LKW. Damit ich noch ein bisschen in die BGH arbeiten kann. Normalerweise hätte ich ihn voll gemacht, aber in dem Fall mache ich es mal nicht, dauert zu lange.
können wir gleich die Wiesen kaufen. Mal schauen, dass wir gleich, wo fahre ich jetzt am besten? Links und dann gleich wieder rechts. Das tut, glaube ich, irgendwie. Oben bei der BGH weit noch nie gewesen, also zeigt mir der BGH. Ach, geht links. Ich habe mich irgendwie dafür entschieden, ich kaufe die auch. Möchte eigentlich jetzt die Woche keine Aussaat erfolgen mit Feldfrüchten. Aus Gründen, vom Season her. Falls das plötzlich funktionieren sollte, könnte ja theoretisch sein. Man weiß ja nie. Hier sind andere Silos, aber die gehören wir noch nicht. Dann müsste ich mal schauen, dass ich im anderen mal die Gärflüssigkeit verkaufe. So. Gleich ein paar weg, ne? Jo, das geht gleich in Kohle. Ja, lass mal liegen. Die anderen werden wir gleich einsammeln und zu anderen Bega fahren. Dann werden wir uns ja um die Wiese kümmern, rechts. Wenn wir das Geld bekommen morgen, werden wir die Wiesen kaufen, rechts von der Bega hier. Und andere Wiese noch, die gerade, wo gerade Gras drin ist. Muss ich mal schauen. Hier geradeaus ist, glaube ich, auch Gras. Sieht so aus. Ich habe hier insgeheim vor, die ganzen Felder zu kaufen und dann kann man sagen, okay, ist keine fremde Frucht drauf, die vielleicht Probleme machen könnte. Aber ist eine Geldfrage. Ich möchte auch ehrlich spielen, also ehrlich Geld verdienen. Also Geld draufschreiben ist ja Spaß verloren. Macht mir persönlich dann keinen Spaß. Andere Sache ist, wenn ich umziehe, dass ich dann sage, okay, das was ich hatte, hole ich ungefähr wieder. Aber ansonsten möglichst Geld dafür verdienen. Also wir sparen einen Haufen Zeit ein, weil wir im Prinzip weniger Ballen fahren müssen, ne? Durch den Mod. Jetzt klappt das besser. Mit den Wänden. Ja. Gut, dann ist die Wiese fertig. Dann werde ich gleich im Anschluss nachher schmeiße eh nicht mehr runter. Gleich im Anschluss, oder?
Oder mache ich noch ein Arbeiten hier? Wäre auch eine Option, ne? Da ist ja noch ein Feld. Wie gesagt, drücke aktuell die Sache so, dass ich Gras aussehe. Dann ist es nicht ganz so tragisch. Ich werde mal trotzdem was Neues einsehen. Aber so kommen wir nie in den Zwang rein, dass wir unbedingt noch heute was ernten müssen. Und so können wir im Prinzip sofort umstellen auf Season. Hier war der Mais verdorrt. Und da ist jetzt gedüngt. Da steht Ton und Kraut, oder? Ja. Ja, gut. Ja, und kaufst noch grün. Beziehungsweise blöd. Vorwärts fahren, rückwärts. Wenn der Unkraut weggeht. Ups. Schauen wir mal, ob wir das nächste Feld bestellt bekommen. Auch nehmen wir den roten Traktor. Der geht durch, ne? Ups. Oh, liebe Freunde, die Folge ist hier zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich gerne freuen. Ganz, ganz doll freuen, wenn ihr wieder reinschauen würdet. Ja, dann sage ich euch mal danke fürs überhaupt reinschauen. Dann seid mal Füße und Winke, Winke. Und ciao, ciao. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, ne? Ciao.